Ja, wunderschönen guten Morgen. Willkommen auf den Sequel Days. Erste Session nach der Keynote. Torten zum Frühstück. Physische Torten habe ich keine mit, aber ein paar Tortendiagramme habe ich mit, die ich mit dir gerne diskutieren täte. Gleich in der ersten Slide sehe ich einen Café. Das ist manchmal so eine Visualisierung, die mich immer schreckt. Das ist von einem Kaffeeautomaten. Ich unterrichte in einer Schule und da gibt es im Erdgeschoss einen großen Kaffeeautomaten mit wirklich unübertrieben mit so einem Display, also 17 Zoll oder was das ist. Und wenn man sich da einen Kaffee kauft, dann fängt er so an, das darzustellen, den Progress von diesem Kaffee befüllen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da in Bayern ist, aber ich komme aus Österreich, wie Sie möglicherweise hören, da füllt sich der Kaffee immer von unten nach oben, aber nicht in so Circles. Und ich verstehe nicht, warum die eine Kaffeemaschine hinstellen, mit so einem Display und das so sinnlos zu nutzen, etwas darzustellen, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Also ein Ringchart, was praktisch der kleine Bruder des Piecharts ist und das auch nicht besser macht. Ja, und abgesehen davon ist es die langsamste Kaffeemaschine. Also wenn man etwas schnellen Kaffee braucht, sollte man nicht zu dem Automaten gehen, sondern zu einem anderen. Also es ist völlig schief gegangen aus meiner Sicht. Ja, der erste Pitcher, den ich Ihnen zeigen wollte, der ist eigentlich noch sinnvoll. Bevor wir wirklich in die Agenda gehen und die Vorstellungsslide, also da habe ich ein Cornbread gemacht und habe schon einen Teil gegessen und ein Teil ist noch nicht gegessen. Das ist ein Pie-Chart, das kann man verwenden, also das könnte man auch essen, das Pie-Chart. Und das ist ein Pie-Chart, das nur zwei Werte darstellt und das ist okay. Wenn es mehrere Werte sind, wird es dann kritisch, aber das werden wir später dann noch hören. Damit ich Ihnen auch eine Torte noch serviere. Wer bin ich? Sie hören schon, dass ich aus dem angrenzenden Ausland komme, aus Österreich. Mein Name ist Markus Ehrenmüller-Jensen. Die Kontaktadressen sind drauf. Ich bin jetzt seit 2006 beschäftigt mich mit dem SQL Server. Version 2000 habe ich nur mehr mitgekriegt, dass sie noch da war. Habe ich mit dem nie herumspielen müssen. Ab der Version 2005 bin auch zertifiziert auf diesen ganzen Tracks. Bin aktiv in der Community. In Österreich bin ich der Chapter Leader des PaaS Chapters. PaaS, die Professional Association for SQL Server. Kennen Sie hoffentlich, sonst checken Sie das aus. Da gibt es auch in Ihrer Region, auch in Deutschland, gibt es regelmäßige Treffen und SQLisator, die haben auch in Wien gute Gelegenheit, mal Wien kennenzulernen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Am 20. Jänner SQLisator, die ganzen Tag Konferenz bei freiem Eintritt. Und da gibt es noch ein kleines Booklet, ja, und zwei Kurse auf Pluralsight, dass ich die auch noch erwähnt habe. Ja, manche, wenn ich zu Kunden komme, manches dieser Dashboards oder Reports schauen für mich manchmal ein bisschen chinesisch aus. Darum habe ich das da jetzt reingenommen. Und das jetzt nicht, weil das chinesische Schriftzeichen sind, sondern ich frage mich dann immer, was stellt denn das Ganze dar? Was sehe ich denn da auf diesen Dingen? Ich meine, das ist jetzt 3D, das ist jetzt nicht optimal. Dann ist so ein Pie-Chart relativ unoptimiert auch da. So Dinge, die mir unangenehm auffallen. Und dann denke ich mir immer, offenbar gibt es auch ein schlechtes Gewissen bei den Leuten, weil die schreiben offenbar dann auch noch die Zahlen dazu, damit man auch wirklich sieht, was es ist, weil rein aus der Visualisierung würde man es nicht kennen. Also das wollen wir eben nicht machen. Was wir machen wollen ist, ich zeige Ihnen the good, the bad and nicht the ugly, sondern the pie chart. Die werden wir kurz diskutieren, warum Sie vielleicht glauben, dass ich glaube, dass das jetzt eine gute oder schlechte Visualisierung ist. Also diese drei Charts werden wir diskutieren und dann werde ich kommen mit fünf Regeln, eine Handvoll, die also leicht zu merken sind, leichte Regeln, die Sie anwenden können für Ihre Visualisierungen, um herauszufinden, was können wir denn verbessern, damit auch die Leute, die diese Visualisierung sehen, etwas damit anfangen können. Dass wir also nicht Sachen verstecken, sondern dass das, was dargestellt ist, auch leicht erkennbar ist. Das wäre also das The Good. Ich möchte das ein bisschen aktiv machen, interaktiv. Wer traut sich denn was sagen? Warum glauben Sie, dass ich glaube, dass das eine gute Visualisierung ist? Was glauben Sie, dass mir gefällt daran? Eine Bewertung dabei? Ja? Wo sehen Sie die Bewertung? Der rote Punkt, genau, ist ein roter Punkt da. Das heißt, dass irgendwas ist mit diesem Wert. Ja, genau. Ja? Ja? Bitte? Rot? Ist auch rot, ja, der Punkt, ja. Ich verstehe Sie akustisch sehr schlecht. Ja, offenbar ein schlechter Wert, möglicherweise, das wissen wir jetzt nicht, wenn wir das bis nicht können, genau. Wahrscheinlich ein schlechter Wert, rote Ampel, ja. Genau, es sind vier Zahlen da, man sieht genau die Werte, also sehr exakt. Wenn die exakten Werte eine Rolle spielen für mich, sehe ich das relativ leicht in der Tabelle, genau. Sortiert.
Es ist sortiert, genau. Der größte Wert ist jedenfalls oben, ja. Nachdem das Discount Amount ist, ist die Frage, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dieser Wert. Ja. Aber das größte ist oben, ja. Genau. Möglicherweise das Interessantere ist oben dargestellt. Ja? Ja? Ja, genau, also da ist so ein Plus-Symbol drauf, das wir alle vom File Explorer kennen oder Windows Explorer. Also offenbar kann man da in Details reingehen, ja, genau, man kann sich dann mehrere Details offenbar anzeigen, ja. Können wir jetzt mal mutmaßen bei dieser Darstellung, ja. Damit muss man nicht alles gleich darstellen, sondern halt Details auf Bedarf dann darstellen. Sonst noch was? Genau, es ist also ein Mikrochart ist da drinnen. Das ist mit diesem Data Bar in Excel gemacht, genau, das heißt 396. Nicht einmal, ich brauche nicht die Zahl lesen und sehe, dass offenbar Nordamerika das Überwiegende ist. Das ist größer als Europa und Pazifik zusammen, weil ich einfach diese Balken mir vorstellen kann, wie groß die in Relation sind. Und die 527 ist alles und die 396 ist nur zwei Drittel ungefähr, würde man sagen. Genau, ja. Auch das erkennt man relativ leicht über dieses Balkenchart. Ja. Sonst noch was? Dann schauen wir weiter zum nächsten. The Bad. Warum glauben Sie, dass ich glaube, dass das eine schlechte Visualisierung ist? Weil es 3D ist, ja. 3D macht das Ganze ein bisschen verwirrend aus meiner Sicht, weil man praktisch einen dreidimensionalen Raum, das muss man erst einmal verarbeiten. Es ist nur zweidimensional eigentlich, aber es ist eine dreidimensionale Darstellung. Da muss unser Gehirn etwas leisten, damit wir das einmal erfassen. Ja. Das ist schlecht dran. Es sind keine Zahlen dabei, wir wissen nicht, wie groß der Wert für Europa, für Nordamerika und Pazifik ist. Genau. Also das können wir gar nicht erraten jetzt, ja? Wer hat in der Legende nicht auf der Grafik vorkommen? Na, das stimmt jetzt nicht, weil es ist Europa, Nordamerika und Pazifik. Bitte? Europa ist ganz drüben. Ja, weil es kein Balken ist, es ist ein Liniendiagramm. Hm? Genau, die Farbe sieht man da jetzt nicht, ja genau, also das ist jetzt irgendwie völlig sinnlos, weil das praktisch mit einem 3D-Linien-Chart ist und der hat jetzt schon die nächste Farbe genommen von Nordamerika und Pazifik und das Blaue sieht man gar nicht, ja genau, das stimmt, ja, diese blaue Farbe kommt nicht vor. Man überlegt sich dann, was habe ich da versäumt, was fehlt da jetzt, ja, verstehe ich das Chart nicht, wird mir was versteckt, das sind diese Dinge, die einen dann beschäftigen da, ja genau. Genau, weil die Farben, weil die Zahlen fehlen bei den Achsen, wissen wir nicht, ob das 0 passiert ist, ob das bei 0 anfängt oder irgendwo weiter oben anfängt. Damit sind sogar die Relationen dann schwierig zu erkennen. Wie groß ist ein Pazifik im Vergleich zu Europa? Hm? Kleiner, ja. Aber das ist das Einzige, was man sagen kann. Also mir wird jedes Mal immer wieder schwindelig, wenn ich versuche, das rauszufinden über diese 3D-Darstellung. Wie viele Striche sind wir denn bei Europa, wie viele Striche sind wir bei Pazifik? Sonst was? Genau, abgesehen von 3D ist es mit Linien verbunden und es gibt aber keine Verbindung jetzt von den Zahlen her zwischen Europa, Nordamerika und Pazifik, ja, nachdem das, die sind unverbunden, diese Werte an sich in der realen Welt und mit dieser Linie verbindet man die aber und unterstellen, da gibt es irgendwie eine Bewegung von Nordamerika nach Pazifik, genau, das ergibt keinen Sinn, genau. Okay, dann schauen wir weiter zum Pie Chart. Wie finden Sie das? Was ist daran vielleicht nicht so gut? Abgesehen davon, dass er patchert ist. Die Relation zwischen den Werten? Ja, gehen wir es mal nach der Reihe durch. Genau, also das Größte ist das Grüne. Das Größte ist das Grüne. Die Relation untereinander ist aber schwierig, um ehrlich zu sein. Und durch diese 3D-Darstellung wird es noch schwieriger, weil dann die physische, also die Fläche auf dem Bildschirm dann kleiner ist, weil es weiter hinten ist. Und das macht es dann schwierig, genau. Aber man sieht es auf einen Blick, das wäre vielleicht der einzige Vorteil. Pazifik ist das Größte.
Vom Ben kommt aber der Einwand, diese Zahlen, normalerweise untersteht man einem Piechart, dass das immer das Gesamte ist, das Ganze ist, 100% ist.